Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe unserer Serie Das klassische Tarotdeck. Heute möchte ich euch das Geheimnis der Hohen Priesterin vorstellen aus dem Buch, das Hayabusa auf 1989 veröffentlicht hat. Und spannenderweise ist auch der Titel dieses Buches Das Geheimnis der Hohen Priesterin. Ja, Nummer 2 dieser Serie, die alle 20 Karten und Legesysteme umschreibt und befasst, ist ein System, das mir sehr ans Herz gewachsen ist. Denn dieses Geheimnis der Hohen Priesterin begleitet mich jetzt schon sehr, sehr lange und es ist deswegen so toll, denn es beleuchtet mehrere Ebenen. Doch dazu ein bisschen später. Ich habe mir auch erlaubt, weil es so schön dargestellt ist, auch den Faltdeckel euch zu zeigen. Denn da sieht man nochmal, warum und wie dieses Legesystem aufgebaut ist. Und dazu möchte ich euch ganz gern vorlesen, was Hayabusa zu diesem Legesystem auch verfasst hat. Dieses Legesystem habe ich aus der Karte der Hohen Priesterin entwickelt, wie sie sich im Rider-Waite-Deck dargestellt wird. Das Reizvolle an diesem Spiel ist, dass es nicht nur den zu erwartenden Trend anzeigt, sondern eventuell auch eine Antwort auf die uns oft quälende Frage, warum? Warum passiert mir was? Warum muss das sein? Das Geheimnis der dreimal dreifaltigen Mondgöttin entfaltet sich aus neuen Karten. Sie werden den Hauptsymbolen, die sie umgeben, entsprechend ausgelegt. Das Kreuz auf der Brust zeigt das Thema. Das wäre hier das Kreuz auf der Brust und hier haben wir die beiden Karten. Wobei sie sich gegenseitig unterstützen können oder auch behindern. Position 3, 4 und 5 wären hier die Krone der Hohepriesterin. Diese Karten in der Mondphase, in der Krone, zeigen die Einflusskräfte, die auf das Thema wirken. Der Vollmond steht für die gegenwärtigen Haupteinflussthemen. Die Karte 4 wäre hier, wäre der zunehmende Mond und ist der Einfluss gewinnende Impuls. Die Karte Nummer 5 wäre hier, der abnehmende Einfluss. Die beiden Säulen, Boas und Joachim, hier 6 und 7, sind die Phasen, die Pole, die in uns bereits angelegt sind. 6 als die dunkle Phase, die dunkle Seite, das heißt, das, was in uns noch nicht bewusst wahrgenommen wird, was wir vielleicht schon ahnen oder auch befürchten. Position Nummer 7, Joachim, ist die uns bekannte Seite, ist das, was wir bereits wissen und was wir auch schätzen. Karte Nummer 8, das wäre die Parke in der Basis. Hier geht es um das, was als nächstes kommt, die Entwicklung, die wir haben. Und Nummer 9 ist diese Dora-Rolle im Schoß der Hohen Priesterin. Das Buch des geheimen Wissens in ihrem Schoß wird zunächst verdeckt ausgelegt. Erst wenn alle anderen Karten gedeutet wurden, ist diese Karte angezeigt. Und sie zeigt auch, was uns noch erwarten kann, denn wenn es eine große Arkana ist, wird sie interpretiert. Ist es eine kleine Arkana oder eine Hofkarte, so bleibt das Geheimnis der Hohen Priesterin für uns nicht erklärt. Soweit Hayabusa. Ich werde heute für euch das Legesystem mit den Zigeunerwahrsagekarten deuten und weil ich hier keine kleinen oder großen Arkanen habe, wird die 9. Karte ebenso aufgedeckt. Wir schaffen mal ein bisschen Platz, damit wir auch dann, wenn wir die Karten auslegen, hier ein bisschen besser sehen können. Ich mische die Karten für euch,
mit der Frage, wie entwickelt sich denn, hier habe ich gesehen, eine hat sich, nee, mehrere haben sich umgedreht, das wollen wir natürlich nicht. Die Frage ist, wie entwickelt sich denn die berufliche Situation meines Klienten X? Neun Karten. Die beiden Karten, die im Kreuz der Hohen Priesterin liegen, die vierte und Haupteinfluss zunehmender und abnehmender Mondzyklus. Hier haben wir die unbekannte Situation, hier haben wir die bekannte, hier haben wir die Barke und ich lege mal die neunte hier außen hin, damit sie ein bisschen besser sichtbar ist. Ja, und dann lege ich mal für die Entwicklung mal. Ja, wir haben als Haupteinfluss den Verdruss und hier wäre der Klient angesagt, dass er sich auch der Diskussion stellen muss, auch wenn sie ihm im ersten Moment als kritisch erscheint, auch wenn er das Gefühl hat, wenn ich jetzt das anspreche, dann passiert mir Unangenehmes, dann werden meine Dinge nicht so angenommen, aber seine Ideen, ja, wir sehen das nämlich in der zweiten Karte, dann haben wir schon die Möglichkeit, aus unserer Diskussion Neues erwachsen zu lassen. Schauen wir mal den abnehmenden Mond Einfluss zu. Ja, natürlich, wenn ich Dinge anspreche, dann ist es vorbei mit Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das ist ja auch nicht das Thema, sondern wichtig ist, was habe ich im Moment? Und im Moment wird sich wahrscheinlich unser Klient sich auseinandersetzen müssen, wenn ich das anspreche, wenn ich meine weitere Entwicklung in der Diskussion mit meinem Vorgesetzten bringe, dann kann der im Moment nicht so zufrieden sein. Ja, warum kann er nicht zufrieden sein? Weil vielleicht seine wirtschaftliche Situation im Moment ein bisschen verschattet ist, weil er auch nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann ist es vielleicht gar nicht mal so blöd, wenn ich hier neue Ideen aufzeige. Aber wir haben ja nur den momentanen Einfluss. Wir wollen natürlich auch sehen, wie geht es denn in der Zukunft weiter. Und hier, dieser zunehmende Einfluss ist der Dieb. Im ersten Moment immer so die Karte, oh weia, was wird mir denn hier geklaut? Nee, es ist ja auch, wenn ich hier mit dem Kind Neues anrede, dann muss ich mir auch erlauben, in der Zukunft vom Bestehenden wegzugehen. Dann muss ich mir auch erlauben, aus der momentanen bekannten Wohlfühlebene mich rauszubegeben, hin zu Neuem, hin zu vielleicht noch nicht so bekannten oder auch nicht so sehr erwünschten. Wie sieht denn das Unbekannte aus? Ja, der Klient soll auf das vertrauen, was er in sich hat. Seine ganzen Fähigkeiten, seine Klarheit, sein klares Wissen und auch seine Seriosität, seine Treue, seine Beständigkeit dahin, dass er zu dem steht, was er auch sagt. Ja, was weiß er, wenn er diese Dinge anspricht? Naja, was kann er tun? Er kann beginnen aufzubrechen, er kann hergehen und zeigen, ich bin bereit für neue Wege. Ja, das zeigt sich auch schon im Kind. Und er kann auch hier ganz klar den Vorgesetzten seiner Situation angepasst auch sagen, schaut mal, ich bin bereit für Neues. Lasst uns das gemeinsam tun. Ich habe da hier eine tolle Idee. Hopp, alle Mann mit.
Es hilft ganz toll, wenn wir das gemeinsam wuppen. Was sagt uns die Barke? Naja, wir haben hier oben als gegenüberliegende im Moment Situation, dass die Karte der Falschheit und wir haben hier das Unglück. Vielleicht ist der ganze Betrieb im Moment nicht richtig aufgestellt. Vielleicht fehlt ihnen auch Vision, dass man sagt, okay, wir erlauben uns neue Dinge. Wir gehen mal los, auch wenn wir im Moment nicht hundertprozentig sagen können, ob diese Idee, die hier ist, richtig ist. Oder auch, es könnte sein, dass sich aufgrund der Situation mein Klient entscheidet, neue Wege zu gehen. Und dann hätten wir auch schon hier mit der Karte Reise den Hinweis, dass er sich es wagen darf zu gehen, dass er sich erlauben darf, neue Wege für sich zu beschreiten. Ja, auf den ersten Blick, ja, wenn wir hier diese drei Karten ansehen, dann muss man sagen, ja, aber wir haben eine Karte, die uns sehr wohlwollend zeigt, nämlich diese Treue, diese ganz klare Gewissheit, ich stehe zu meinem Wort. Seid ihr auch so neugierig, was uns die Hohepriesterin als Geheimnis noch so mitgibt? Dann gucken wir doch mal auf. Ja, und sie gibt uns nicht irgendeine Karte, sondern sie gibt uns die Beständigkeit. Ich zeige sie mal ein bisschen besser. Und diese Beständigkeit, das ist die höchste und auch die ganz klarste Karte. Ja, sie zeigt uns dieses Horusauge und diese Karte sagt uns ganz klar, vertrau auf dich. Vertrau auf dich und geh deinen Weg. Frag nicht nach links, frag nicht nach rechts. Du hast genügend Wissen, du hast genügend Power. Geh den eingeschlagenen Weg, der dir am besten passt. Geh ihn und du wirst zufrieden sein. Ja, das wäre das heutige Legesystem gewesen, das Geheimnis der Hohenpriesterin. Wenn ihr uns Infos schicken wollt, schreibt sie, schickt uns E-Mails, gebt uns ein Like. Wir freuen uns auf euer Rückmeldung, wir freuen uns auf euer Feedback und ich wünsche euch allen noch einen tollen Tag und bitte vergesst nicht, never give up.